Los Cerletos. Neue Woche! Vielen Dank. Dankeschön. Sehr toll. Vielen Dank. Danke. Ich nehme an, Sie alle hatten eine problemlose Anreise und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen zu Hause aussieht, wo immer Sie uns in Deutschland sehen oder in Österreich, in der Schweiz oder auf Ibiza über Schüssel, meine Damen und Herren. In Köln ist der Schnee schon wieder weg. Ja, aber ich weiß, in Süddeutschland meterhoch verschneit, Romantik. Und ich hoffe, dass der Schnee auch hier in Köln ein bisschen bleibt. Es ist ja gleich ein ganz anderes vorweihnachtliches Gefühl. Und viele Blondinen hängen sich jetzt wirklich Schneeketten ans Fenster. Ja? Aus Angst vor dem Wintereinbruch. Mein Auto war heute Morgen das einzige in der gesamten Straße, ja, das nicht verschneit war. Und es ist nicht nur deshalb, weil ich sagen kann, okay, auf Rolls-Royce ist Verlass. Nein. Es liegt auch daran, dass ich einfach die ganze Nacht den Motor laufen lasse. Und es ist jetzt wieder dieses schöne, vertraute Geräusch, das uns morgens weckt. Viele Süchtige, ja, schon nachts ab 4 mit der Schippe, eine Flocke. Und ich warte immer drauf, bis vor dem Haus sagt, das kommt, wenn Sie vorher kein gehört haben. Sie wissen, aus Rücksicht auf die Mitspenden. Ich bin heute über unseren romantischen Weihnachtsmarkt gebummelt hier in Köln. Wunderbar. Es wird einem so warm ums Herz, wenn Sie da durchgehen. Und ich habe diese ganzen verschneiten Figuren gesehen und ich dachte mir, mein Gott, wer baut denn Schneemänner mit hölzerner Nase? Es waren die Indios mit der Flöte. Es war gelungen. Sie haben es gemerkt, meine Damen und Herren. Der erste Fehler, den wir heute Abend für Sie versteckt haben, ist wahr gelogen, denn zu Beginn der Sendung erwähnte ich ja, hier in Köln blieb der Schnee nicht liegen. Und wie hätte ich denn verschneite Indios heute auf dem Weihnachtsmarkt sehen können, wenn gar kein Schnee liegt? Lüge 1 und die zweite Lüge, natürlich war ich gar nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Denn was soll ich da? Aber es ist so kalt sogar auf Mallorca. Auf Mallorca liegt Schnee. Einige Mallorca-Urlauber sind schon mit dem Kopf im Sangria-Eimer festgefroren. So kalt ist es dort. Ja? Und viele Mitreisende lassen sich jetzt dort nicht mehr mit Sonnenmilch eincremen, sondern mit Vic Vaporub. Und, ja. Und jetzt, Moment, jetzt kommt die große Diskussion. 30, 32, 35 Jahre lang, die ganze Zeit, die ich zu Hause gewohnt habe, ja? 35 Jahre lang, wann immer man machte, kam meine Mutter, ja, Vic Vaporub, einreiben. Man hat schon hinter die Tür gehustet oder in sich rein, ja, um dieses Vic Vaporub zu vermeiden. Und jetzt, hier in Köln, lerne ich Besserverdienende kennen und die sagen nicht Vic Vaporub, die sagen Vic Vaporub. Vic Vaporub. Donnerwetter. Aber hallo. Ja, die halten auch den Finger abgespreizt beim Husten. Puh.
Vic Vapor Up. Donnerwetter. Meine Damen und Herren, liebe Tierfreunde, draußen ist es kalt, verschneit, da hat man gerne was für die Seele zu Hause. Und liebe Aquarianer, Sie werden heute Abend begeistert sein, denn heute ist wieder unser lieber Kollege vom Zoo in Dresden bei uns zu Gast. Der Direktor des Dresdner Zoos, er war vor einiger Zeit mal bei uns und hat Nacktmulle mitgebracht. Sie wissen, Tiere ohne Lobby, hässlich, blind, nackt. Ja? Aber genauso Geschöpfe wie du und du. Und heute ist der Direktor des Dresdner Zoos wieder bei uns und hat uns zwei sensationelle Fischarten mitgebracht, nämlich Schlammspringer und Schützenfische. Unglaublich. Und Sie werden gar nicht glauben, dass das noch Fische sind, wenn Sie diese Tiere sehen. Heute Abend bei uns zu Gast der Direktor des Dresdner Zoos, Dr. Hubert Lücker. Mein zweiter Gast. Mein zweiter Gast war auch schon Bösewicht im James Bond Film. Der hat einen Film auf Pro7, der eine unglaubliche Vorabpresse hat. Und zwar ist es ein Film, der von einem Werbefilmer gemacht wurde, Roman Kuhn. Der Film heißt Der Voyeur. Der Voyeur. Ja? Es sind unglaublich attraktive Frauen in diesem Film zu sehen und er auch. Und dieser Film ist aber etwas ganz Besonderes, weil er sozusagen den Gesetzen der Werbeästhetik, schon mal gehört das Wort auf Sat.1? Ja. Der Werbeästhetik folgt. Bei uns zu Gast der Mann, der zu drei attraktiven Frauen passt, Götz Otto. Es ist die Welt der Pleiten, meine Damen und Herren, die Zeit der Pleiten. Ein Glück, dass wir hier in Köln verschont geblieben sind. Oh, wir haben Glück gehabt. Überall Pleiten, aber hier Hollywood am Rhein, bei uns läuft's. Ja, wirklich wahr. Bei uns ist einfach alles clean, sauber, Bücher offen. Glück gehabt, wirklich wahr. Und jetzt soll schon wieder eine Firmenübernahme kommen. Ja? Nämlich, man glaubt es kaum, Daimler Chrysler. Unser sympathischer Autokonzern möchte bei Fiat einsteigen im Jahr 2000. Und zwar geplant eine Kapitalbeteiligung, und jetzt kommt die Pointe, Fiat soll Motoren für den Smart liefern. Motoren für den Smart. Ja. Der Smart, oder wie die Italiener sagen, Vespa mit der Dach. Ja. Und ich glaube, im nächsten Jahr werden die Italiener beweisen, hör mal, in der Smart kannst du bequem zu 8 sitzen. Ja. Haben Sie ein Handy? Haben Sie ein Handy? Haben Sie auch Mannesmann? Ja. Jetzt kommt etwas Neues aus Amerika, und zwar das Wegwerfhandy. Gut, das haben viele jetzt schon gesagt. Scheiße, keine Verbindung. Ja. Nein, das ist ein Handy, und zwar folgendes: haben Amerikaner erfunden. Sie telefonieren, ja, aber sie können nicht reinsprechen, Helmut, das ist bitter. Ja. Sondern sie können nur hören. 60 Minuten lang, dann ist das Handy alle nutzlos und dann werfen sie es auf den Müll. Ja? Das heißt, es kostet ca. 35 Mark und die Müllgebühr ist auch schon drin. 16 Minuten lang. Handy. Ja, oder wie es bei Ihnen heißt, in den neuen Ländern Postkarte. Thank you.
tolle Sache. Vom Ohr direkt auf den Müll. Was gibt's eigentlich Neues von Modern Talking? Lange nichts gehört. Oder? Das Nachrichtenmagazin Focus hat gestern gemeldet, Unfallversicherungen, Sie wissen, 40.000 Mark einbezahlt, damit Sie ab einem Fingernagel 2,30 Mark kriegen, ja, müssen auch bei Sexunfällen zahlen. Die Hamburg-Mannheimer wollte eine Zahlung verweigern für eine Frau, die tragisch beim Sex auf die Bettkante fiel und seither querschnittsgelähmt ist. Ja, da gibt es nichts zu lachen. Schlimm genug. Beim Sexunfall zahlen, ja, bisher hieß das Alimente. Ich glaube, das wird ein umfangreiches Paket werden für die Versicherungen, denn viele Frauen haben ja sozusagen schon Sex ohne Selbstbeteiligung. Und ja, das erhöht natürlich die Prämie. Bist du da? Juhu, Bimmel, hier bin ich. Hallo. Hallo. Du, Bimmel, ich muss dir etwas Wichtiges mitteilen. Aha, worum geht's? Es geht um meine Gesundheit, Bimmel. Ui. Wir können nicht mehr zuerst die Buchstaben zeigen. Ich darf es vom Arzt nämlich nicht mehr. Mhm. Was soll denn der Scheiß? Ja, ich habe mich ja in letzter Zeit oft matt und unpässlich gefühlt. Hä? Und jetzt hat mein Arzt die Diagnose gestellt, dass ich vor dem Buchstaben zeigen unbedingt zuerst ficken muss, sonst bricht mein Kreislauf komplett zusammen. Mhm. Das ist die größte Scheiße, die ich je gehört habe. Aha, ich glaub aha, dir kein Wort. Natürlich, das hätte ich mir ja denken können. Wirklich? Dir ist es wohl egal, dass ich bei der Arbeit zusammenklappe. Nein, was? Aber... Hauptsache, ich funktioniere. Was funktioniert? Ich bin doch keine Maschine. Mein Bommel, so meine ich das auch nicht. Ich denke nur... Ich habe einen Attest vom Arzt. Zeig. Mhm. Hm. Was sagst du jetzt? Das hast du selbst gemacht, das Attest. Ich geh mal den neuen Buchstaben holen. Verdammt, wie hat er das denn gemerkt? Ich hab die Sache doch bis ins Detail geplant. Blöd. Was soll das sein? Das ist ein X. 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 Ui. Ja, ganz tolle Wörter fangen mit X an. Ja, was denn? Zum Beispiel X-Beine. Ja. Was noch? Hm? Weiter. X-Beine. Ja, X-Beine. X-Beine. Und? Xenokratie. Ja, das ist auch ein tolles X-Wort. Ja. Und? Xantippenfotze. Oh, ja, Xantippenfotze. Ja. Tolle X-Wörter, ja. Bimmel. Du, Bimmel, ich weiß auch noch ein ganz tolles X-Wort. Ja? Und das heißt? X-Mal. Aha. Genau, und da wollte ich dich fragen, ob du... X-Mal mit mir. Das gute A machen könntest. Ja, das gute A, das ist nämlich mein absoluter Lieblingsbuchstabe. Ich weiß. Genau. Na gut, dann dreh dich schon mal um. Ja, ich dreh mich X-Mal um. X-Mal. Ja. Und das gute A, das gute A, X-Mal, das gute A. X-Mal, mach gut. Ja, und X-Mal, das gute A, das gute A. Fantastisch. Sie werden begeistert sein, wenn Sie ein Aquarium zu Hause haben. Schlammspringer und Schützenfisch. Ich hoffe, Sie hatten ein großartiges Wochenende. Bei mir fing das Wochenende schon fantastisch an am Freitagabend, denn ich habe mir zu Hause, ich glaube wie Millionen Deutsche in der ARD, die festliche Bambi-Verleihung angeschaut. Und es war großartig. Wirklich, ich muss sagen, festlich, stilvoll, internationale Stars, ganz allererste Sahn, und da heißt es immer, wir Deutschen könnten keine solchen Feste feiern. Amis. Dann könnt ihr mal ein Beispiel nehmen. Das war wirklich fantastisch. Und ein Mann hat mich an diesem Freitag wieder begeistert, der mich schon in der vergangenen Woche bei Sabine Christiansen als Talkgast begeistert hat, nämlich unser Gentleman-Boxer Henry Maske. Er hat den Preis verliehen und die Laudatio gesprochen für Boxlegende Max Schmeling. Und es war sehr, sehr gut. Allerdings... eine Sache hat uns stutzig gemacht.
Zwei Fragen, Herr Maske, hatten wir letzte Woche zu Ihrem Auftritt bei Sabine Christiansen. Wie lange wollen Sie eigentlich noch diese Gesichtsfotze leid stehen lassen? Und noch was, warum ist Ihr linkes Ohr kleiner als das rechte? Warum, um genau zu sein, haben Sie rechts so einen enormen Elefantenlappen? Das wüssten wir zu gerne. Und jetzt schon wieder eine Frage, Herr Maske. Wen genau meinten Sie, als Sie bei Ihrer Laudatio für Max Schmeling anlässlich der Bambi-Verleihung sagten? Glückwünsche auch von Weggefährten wie Marlene Dietrich, Douglas Fairbanks, Emil Jennings, Gregory Peck, Hans Albers und Ernst Lubitsch. Moment, können wir es nochmal hören? Emil Jennings, Emil Jennings, Emil Jennings. Herr Maske, meinten Sie den Emil Jennings, der in den Filmen der Zerbrokene Krug oder der Blue Angel mitspielte? Und haben Sie nicht noch andere deutsche Schauspielerlegenden vergessen, wie Hans Rühmann, Gerd Fröbe oder George Tomella? Helfen Sie uns! Ja, deswegen haben wir nachgefragt. Ja. Hallo! Horst, das ist ein Pickel auf der Nase. Das sieht ja vielleicht eklig aus. Puder dich mal ein bisschen ab. Wirklich. Mein Gott, das haben viele. Ich zum Glück hatte damit nie Probleme, meine Damen und Herren. Zeig mich bitte super nah. Zeig mich super close up, damit meine Zuschauer zu Hause sehen, dass ich sozusagen Mr. reine Haut werde. Näher. Geht es nicht mehr näher? Näher. Zeig mich ganz nah. Hier, guck. Nichts. Nichts. Absolut. Näher. Zeig mich näher. Zeig mich. Ich komme ran. Schauen zu Hause, meine Damen und Herren. Mr. Clean Skin persönlich. Oh nein. Nichts. Nichts. Okay? Einfach. Perfekt. Ja. Aber Horst! Bitte. Ja. Und es ist aber nicht so schlimm, weil zurzeit ist eine Aktion der AOK, beziehungsweise der DAK, der Deutschen Angestelltenkrankenkasse, die Akne Hotline. Das ist toll, vor allem für viele Teenies, denn viele Teenies haben so starke Akne, sie kriegen den Hörer gar nicht mal ins Ohr. Ja. Aber es geht ja vorbei. Es geht ja vorbei. Hatte ich früher auch mal, aber ging weg. Bisschen Schmirgelpapier und nachts nackt durch den Wald laufen und so. Und dann geht es weg. Und ich rufe mal an, weil ich glaube, viele junge Menschen, die uns jetzt zuschauen, und auch viele Ältere, die von Akne geplagt werden, in dieser Welt, die uns ein Schönheitsideal über die Werbung oktruiert oder aufoktruiert, wie ich früher gesagt habe. Aber aufoktruiert ist doppelt gemoppelt, weil oktruiert hat das Auf schon drin. Ja? Ich rufe mal an bei der DAK Hotline. Muss ich eine 0 vorwählen? Ich kann direkt. Wahnsinn. Wahnsinn, meine Damen und Herren. 0180 2000 122. Dort sitzen heute. Da ist das Amt, das Freizeichen. Komisch, dass es nicht besetzt ist. Es wimmelt doch von. DAK Hotline Akne rein. Guten Tag. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Schmidt. Können Sie mich beraten wegen Akne? Ja, kann ich. Sie rufen aus dem Auto an, oder? Nee, aus meinem Studio. Ach so. Ja. Okay, das ist ja eine riesige Frage. Eine Sekunde bitte. Ja. Darf ich Ihren Namen noch mal wissen? Mein Name ist Rein wie der Strom, wie der Fluss. Rein wie der Strom. Wie der Fluss, ja. Ja, oder rein wie die Haut, mit H. Nee, so nicht. Ja. Sind Sie Dermatologin? Ja. Ja, folgendes. Ich habe hin und wieder auch mal leicht, also mit Akne zu tun, hin und wieder ein kleiner Mitesser oder sowas. Also teilweise auch richtige Beulen mitten im Gesicht, ja. Und was kann man dagegen machen? Mhm. Sagen Sie mir vielleicht zuerst noch, wie alt Sie sind. 42. Wieso lachen Sie? Ich suche Hilfe. Bin ich jetzt hier auf Sendung geschaltet? Ja, das sind Sie ja schon. Aber Sie haben jetzt die Chance, sozusagen aus dem Schatten des malignen Melanoms herauszutreten vor eine Millionenöffentlichkeit
Ich bin begeistert. In welcher Sendung bin ich denn jetzt drin? Sie hören es ja, die Zuschauer applaudieren. Sie müssen immer ein bisschen warten, weil da kann ich Sie nicht verstehen, wenn applaudiert wird. Ja? In welcher Sendung bin ich denn gelandet? In der Harald-Schmidt-Show. In der Harald-Schmidt-Show, meine Güte. Ja. Und dann sind Sie jetzt Herr Schmidt, nehme ich an. Genau. Herr Schmidt mit den Rollen und Mitessern. Ja. Aber Sie sind sich ganz sicher, dass Sie sich die Beulen nicht beim Boxen geholt haben? Nein, definitiv. Denn ich boxe ja nichts morgens, bevor ich ins Bad gehe und in den Spiegel schaue. Wissen Sie? Okay, wie lange haben Sie denn diese Beulen schon? Seit der Pubertät. Manchmal sind die auch weg, dann sind es mehr so, wie soll man sagen, sieht aus wie entzündete Flächen. Also ich habe auch starke Psoriasis. Haben Sie auch, aber... Ja. Da kann ich Sie nicht beraten. Wir sind ja heute nur bei der Akne hier. Ja, aber ich denke mal, ob die Psoriasis sozusagen nicht, wenn sie den Haaransatz verlässt, übergeht in eine Ganzkörperakne. Sagen Sie mir noch ganz kurz, wie alt Sie jetzt sind. 42 war das, ne? 42, ja. Nicht geboren, sondern alt. Ja? Nicht, dass Sie da was falsch in Ihren Floskelcomputer eintippen. Nee, okay. Und Mitesser haben Sie auch, sagen Sie. Ja, aber das sieht man aber nicht, weil die Beulen das überlagern. Klar, sind Sie denn eigentlich schon in hautärztlicher Behandlung? Ja, es haben schon mehrere wirkliche Kapazitäten kapituliert. Aha. Und haben gesagt, da ist eigentlich nichts zu machen. Nicht mit Cortison, nicht mit Antibiotika. Manche haben mir gesagt, gehen Sie am Meer spazieren. Andere haben gesagt, meiden Sie die Sonne. Sie sind also ein hoffnungsloser Fall, ja? Richtig, und deswegen rufe ich Sie an, denn jetzt haben Sie die Chance, sich sozusagen in den Kreis der Privatpatienten zu katapultieren. Und die Moderation dieser Sendung hat Ihnen nicht dazu verholfen, die Beulen loszuwerden? Nein, also man kann auch nicht sagen, dass es sozusagen bei Urlaubszeiten besser ist oder während Stresszeiten schlimmer, sondern es ist mal so. Also Ihr Problem ist so diffizil, dass Sie sich wirklich mal persönlich vorstellen sollten. Wo praktizieren Sie denn? Wir sitzen ja hier in Hamburg, ne? Alle? Ich kann ja nicht so wegen so ein paar kleiner Pickelchen nach Hamburg kommen. Also wenn Sie jetzt sozusagen mit einem Jet direkt sich zu uns einfliegen, haben Sie so direkt 5 Kapazitäten hier sitzen. Das ist die große Chance für Sie. Sind Sie Professorin? Nee, aber ich habe 2 im Hintergrund sitzen. 2 Professoren hinter Ihnen? Mhm. Ja? Alle aus Hamburg? Ja, wir sind alle aus Hamburg, genau. Würden Sie denn sagen, es gibt, ich sage das jetzt auch mal für die jungen Zuschauer, gibt es etwas gegen Akne? Es gibt ganz viel gegen Akne. Zum Beispiel? Ja, es gibt zum Beispiel Schälbehandlungen, es gibt Behandlungen gegen Entzündungen, es gibt Reinigungsmethoden, es gibt Akne-Kosmetik. Bringt alles also, mit. Es ist eine Vielzahl von Möglichkeiten. Es muss mit dem individuellen Fall abgestimmt werden. Und so Sachen wie keine Currywurst essen und keine Schokolade und viel schlafen und wenig Alkohol? Ah, Sie können so viel Schokolade essen, wie Sie möchten. Sie können auch so viel trinken, wie Sie möchten. Das hat auf die Akne keinen Einfluss. Ist das hormonell bedingt? Es ist teilweise hormonell bedingt. Es hängt mit den Androgenen zusammen. Es ist auch, was sind Androgene? Androgene sind männliche Geschlechtshormone. Was heißt das verknappt gesagt? Knapp gesagt. Könnte man das laienhaft so formulieren? Ich habe schon so knapp wie möglich gesagt. Könnte man das so knapp formulieren, je mehr männliche Sexualhormone, desto stärker die Akne? Sie freuen sich jetzt geradezu, dass Sie Akne haben, nehme ich an, ne? Bitte? Herr Schmidt, es scheint mir so zu sein, dass Sie sich jetzt gerade just in dem Moment gefreut haben, Akne zu haben. Kann das sein? Überhaupt nicht. Aber ich finde toll, dass Sie bei mir angerufen haben. Ja. Dankeschön. Schönen Gruß nach Hamburg. Tschüss. Ach, unglaublich, diese blutjungen Ärztinnen. War sie doch, oder? Ich habe sie gar nicht gefragt, wie alt sie ist, aber kann nicht älter als 24 gewesen sein. Die Ärztin. So, meine Damen und Herren, es ist kalt draußen und haben Sie also am Sonntag in der Zeitung gelesen, unser Freund, großartiger Schauspieler Günther Pitzmann raste mit seinem Bett durch seine Kabine auf dem Kreuzfahrtschiff. Er war in der Karibik unterwegs und es war ein böser Sturm, Windstärke 10. Und stellen Sie sich vor, wir waren ja auch auf dem Schiff unterwegs, auf der QE2, wir hatten Windstärke 11. Denn bei Windstärke 10 hätten wir reklamiert und hätten gesagt, wo bleibt die richtig, hohe Welle? Wir haben nichts gemerkt. Ich wünsche, wir hätten was davon gemerkt. Nein, bei uns war es wirklich Party ohne Ende. Sonnenschein bis zum Abwinken. Wellen, Wind und wilde Witwen. Der große QE2-Reisebericht, Teil 3. Zu einem Ergebnis. Und was sie auch aßen, es war lecker.
Mmh, njam, njam, njam. Njam, 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 njam. Lecker, njam, njam, njam. Lecker, lecker, njam, njam, njam. Oh, lecker, das schmeckt. Njam, 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 njam. Und davon nehme ich auch. Apropos njam, njam, njam. Die Küche. Der Küchenchef und Chefkoch der QE2 heißt Gerhard Winkler und ist ein Gigant am Grill. Ein Titan an den Töpfen. Die Pavlova war unter den Gourmetköchen. Doch wie alles an Bord kontrollierte Schmidt auch Winklers Küche. Guter Ruf hin oder her, Schmidt will Sicherheit. Ergebnis, so gut wie alle Speisen wurden von Schmidt freigegeben. Ein schöner Erfolg für die Küchencrew. Nur bei der Kaviarprobe hatte Chefkoch Winkler nochmal Herzklopfen. Schmidts Kennerschaft ist weltweit gefürchtet. Bitte schön. Vielen Dank. Ja. Bei Beluga von minderer Qualität hätte er die Fahrt sofort abbrechen lassen. Doch Schmidt zeigt sich hochzufrieden. Die Störeier sind einwandfrei. Winkler atmet auf, das Schiff darf weiterfahren. Und das tat es dann auch nach Herzenslust, das liebe Ding, und sang dabei ein frohes Lied. La 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 la, mein Kiel wird immer nasser, das liegt am vielen Wasser. La 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 la. Ja, das Schiff hatte allen Grund, so gut gelaunt zu sein. Denn am nächsten Tag erlebt die QE2 einen der größten kulturellen Höhepunkte ihrer Geschichte. Der Film. Schmidt und seine Männer drehen an Bord den Super-Action-Megaknaller Nur der Atlantik war Zeuge. Das Projekt orientiert sich an Kassenknüllern wie Terminator oder Titanic. Das Budget lag bei mehreren hundert Mark. Absolute Top-Schauspieler zeigten absolute Top-Leistungen. Manche Szenen wurden bis zu 70 Mal gedreht. Nichts wurde dem Zufall überlassen. Ha! Greise Pi! Jetzt wird bezahlt! Nee. Ah, Kreise-Pi, jetzt bezahlst du. Ah. Ratternde Schusssalven sind eine Herausforderung für jeden Akteur. Schmidt löste die Aufgabe brillant. Der Sicherheitsdienst wurde gerufen, weil Passagiere glaubten, echte Schüsse gehört zu haben. Doch Schmidt will es nochmal machen. Fantastisch. Aber der gnadenlose Perfektionist will mehr. Er weiß, er kann es noch besser. Zauberei oder einfach nur gutes Handwerk? Urteilen Sie selbst in der Zeitlupe. Die Kollegen waren nicht weniger qualitätsbesessen. Der folgenden, brillanten Szene sieht man kaum an, wie viel unglaublich harte Schauspielarbeit dahinter steckte. Soll ich die Beine erledigen, Chef? Ich könnte Fischfutter aus ihnen machen. Gute Idee, Marco. Aber womit? Hast du dir das schon mal überlegt? Hier, Chef. Eine 44er Magnum. Eine Superpuste. Die macht riesige Löcher. Ich hab die neu. Das sieht so leicht aus. Doch diese Vollkommenheit hatte ihren Preis. Gute Idee, Marco. Aber womit? Hast du dir das schon mal überlegt? Hier, Chef. Hier, Chef. Eine 44er Magnum. Eine Superpuste. Die macht mir Spaß. Hier. Das ist eine 44er Magnum. Hier, Chef. Das ist ein 44er Vollpower Magnum. Chef. Hier. Das ist eine 44er Magnum. Und ich zahle. Ich will noch einmal den Einsatz haben. Hier, Chef. Eine 44er Magnum. Eine Superpuste. Ja. Hier, Chef. Eine 44er Magnum. Eine Superpuste. Die habe ich neu. Die macht riesige Löcher. Ah. Hast du viel für deine? Maja. Okay. Erstmal bis dahin. Oh, bis dahin, okay. Dann können wir immer noch Landschaft reinschneiden. Das ist beeindruckend. Auf der einen Seite ist der Film ein knallharter Thriller, der uns atemlos zurücklässt. Auf der anderen Seite erleben wir aber auch eine zärtliche Liebesgeschichte und den schönsten Kuss der Filmhistorie. Sat.1 sendete den Film vor einiger Zeit bereits in voller Länge. Die Einschaltquoten waren absolut unfassbar.
Sat1-Chef Fred Kogel soll sogar geweint haben. Zu Recht. Über 20 Millionen Zuschauer hätten er und Schmidt im Leben nicht erwartet. Und richtig, es wurden auch deutlich weniger. Aber diese 12 waren restlos begeistert. Ankunft in New York. Am nächsten Tag ist es dann soweit. Um 5 Uhr morgens treffen sich Schmidt und seine Jungs auf dem Bug der QE2. Zum einen, um dort klebrige Dinge zu tun, die die übrigen Passagiere nur verstört hätte. Zum anderen, um nach 6 Tagen auf See endlich mal wieder eine Frau ohne Krampfadern zu sehen. An Bord der QE2 hätte Miss Liberty mit ihren 113 Jahren noch zu den jungen Dingern gehört. Die Gruppe ist am Ziel. Manhattan liegt vor ihnen wie ein funkelndes Versprechen. Extra für Schmidt und die Jungs hat man in der Stadt alle Lichter angemacht. Ja, die Amis haben es wirklich drauf. Unter Zerlets Mütze tobt ein Meer von Fragen. Kann man in New York mit Handy telefonieren? Wer hat Kennedy erschossen? Und gibt es hier auch gepflegte Puffs für Kleinwüchsige? Und während Schmidt noch überlegt, welchen der hübschen Türmchen er kaufen soll, legt das Schiff auch schon an. Der Big Apple darf angebissen werden. Eine irre Stadt. Die Häuser sind fast so hoch wie in Köln. Man schaut sich die Metropolitan Oper an. Man geht auf einen Sprung in den Central Park. Man macht so dies und das. Und Schmidt? Tja, der war einfach unglaublich eingeschnappt, weil ihn keine Sau erkannte. Das war's dann auch lustig. Schmidt ließ sofort packen, man fuhr aufs Land und die Gruppe hatte Ausgehverbot. Schöne Scheiße. Naja, aber sonst war es wirklich sehr schön. Mein erster Gast heute Abend, meine Damen und Herren, vom Dresdner Zoo. Guten Abend, Herr Dr. Lücker. Grüß dich, grüß dich. Das finde ich toll, dass Sie die doch nicht unbeschwerliche Reise auf sich genommen haben. Das haben wir gleich für alle Tierfreunde. Wie wurden die Fische transportiert? Mit dem Flugzeug, in anständigem Verpackungsmaterial. Ja, kein Problem. Kein Problem. Tiere fühlen sich wohl, haben genug Wasser gehabt. Das hier sind die Schützenfische. Das sind die 3 Schützenfische, ja. Richtig. Sind die für einen normalen Aquarianer auch zu handeln zu Hause, oder? Nicht ganz so. Die Tiere brauchen Brackwasser. Hier ist also auch Brackwasser drin, ist ein Gemisch aus See- und Süßwasser. Ja. Die leben ja auch in diesen Brackwasserzonen. Also man muss schon ein bisschen Fischerfahrung haben, um mit diesen Spezialisten umgehen zu können. Ja. Warum heißen die Schützenfische? Die schießen. Allerdings nicht scharf, jedenfalls nicht mit entsprechender Munition, sondern schlicht mit Wasser. Ja. Die Kerlchen ernähren sich von Grillen. Und anderen Insekten, die in den Mangrovensümpfen zum Beispiel irgendwo oben auf den Mangroven rumtouren und dann essen. Wo sind die Mangroven? Indischer Ozean, auf der asiatischen Seite, auf der afrikanischen Seite. Und wenn Sie jetzt mal hier so eine Grille hier rauspulen und setzen die da oben auf den Ast, wenn wir Glück haben, Ich muss aufpassen, dass ich der Grille nicht wehtue, obwohl sie eh gleich abgeschossen wird. Das setze ich hier drauf, ja? Einfach mal da draufsetzen. Die kann nicht wegfliegen? Die kann nicht wegfliegen, nee. Und die Fischer haben die Möglichkeit, dass sie eben, wenn sie wollen, das werden wir gleich sehen, ob sie uns leiden können. Und die ist ins Wasser gefallen. Dann hat sie schlechte Karten. Die Fische können also, wenn sie das denn tatsächlich wollen, aber die stehen da hinten so ein bisschen verklemmt in der Ecke, mal gucken. Ja. Die haben so eine, wie eine Röhre im Maul und daraus können die Wasser unter hohem Druck hochschießen. Ja. Bei großen Tieren bis 4,5 Meter. Und bis 4,5 Meter aus dem Wasser. Und dann schießen die Punkt. Ja. Und holen dann den Insekt von oben runter, das fällt aufs Wasser, klatscht drauf und die Jungs schwimmen hin und fressen es. Auf eine Grille, die jetzt sozusagen direkt schon vor der Schnauze liegt, reagieren sie nicht? Könnten sie auch reagieren, aber irgendwie haben die wahrscheinlich Ladehemmung. Ja. Für die Grille, die jetzt schon im Wasser ist, ist alles zu spät, ja? Oder? Und wenn wir die wieder rausholen, nicht. Dann, Irgendwie tut sie mir leid, ich hole sie wieder raus. Wir können sie gleich nebenan weitersetzen. Ah, da funktioniert es auch. Ja? Wo ist sie da? Da sind die Schlammspringer drin. Ja, und zwar einer, einer ganz da hinten, einer hier vorne. Ja. Und das sind also auch Tiere, Fische, die an Land gehen. Ja. Die machen sie im Moment nicht, also irgendwie hat sich heute alles gegen uns verschworen. Aber normalerweise machen die das. Normalerweise machen die das. Die sind also sehr lange draußen, nehmen Wasservorräte mit und ist schon ein bisschen verblüffend, wenn man so durch den Mangrovewald schlappt und so in 2 Meter Höhe sitzen dann die Fische auf dem Ast. Die singen nicht, aber die sitzen da. Wie atmen die dann? Die nehmen in den Kiemtaschen Wasser mit. Und die Kiemtaschen werden hermetisch zugeschlossen und dann wird Luft immer wieder da durchgeperrt und dadurch kommt eben Sauerstoff an die Kiemen und CO2 geht die ab. Das Faszinierende sind die Augen. Es sieht fast ein bisschen aus wie bei einem Frosch. Richtig. Ja? Und Sie haben das heute Mittag mal aufgezeichnet. Wir hatten, ich will nicht sagen, wir haben es geahnt, aber wir hatten irgendwo ein Gefühl, es könnte sein, dass der Fisch heute Abend eher sagt, schlagen wir doch in die Tasche, ja? Und damit Sie mal sehen, wie das mit den Augen funktioniert, wie der Fisch sich die Augen befeuchtet. Ja? Das heißt, der fährt die Augen ein? Der fährt die Augen ein, der hat also so Wölbungen in der Schädelkapsel, da fahren die Augen rein, sieht man jetzt ganz gut. Ja? Dann schließen sich seitlich so Hautlappen drüber, die sind nass. Ja? Und wenn die Augen wieder rauskommt,
dann sind die auch schön angefeuchtet. Wie wir das mit den Augen klimpern machen, machen die das also so. Ah. Gut, dass wir die Augen nicht auf Stielen haben. Ja, wirklich. Manchmal ist es ja so, dass man sagt, der kriegt Stielaugen. Kommt das daher? Das könnte man fast annehmen, ja. Dieser Fisch reagiert eigentlich auf überhaupt nichts, kann man hier sagen, oder? Der reagiert im Moment gar nicht. Nee, wahrscheinlich erschrecken wir zweitens zu sehr. Kann sein. Erlebt. Wir schauen mal hier rein, wo ja die Schützenfische jetzt nicht reagieren. Und, aber normalerweise also können die ja bis 4,5 Meter hoch. Ja. Kann es sein, dass die vielleicht in der Studioatmosphäre ein bisschen verschreckt sind oder dass wir ihnen Zeit geben müssen? Das könnte sein. Könnte auch sein, dass die einfach im Moment absolut keine Lust haben. Das passiert schon mal. Ja. Also wir haben die bei uns auch in der Schaufütterung, zum Beispiel die Zooschule, wenn die bei uns aktiv ist, dann füttern die. Ja. Setzen also auch Grillen auf solche Äste, das kennen die. Dann stehen die Fische unten drunter und dann geht das also wirklich wie so ein... Ja. Schützenfeuerwerk. Wann haben die Fische zum letzten Mal gegessen? Die haben das letzte Mal vor 4 Tagen was gekriegt. Also hungrig müssen sie sein. Eigentlich müssen sie hungrig sein, ja, aber irgendwie gefällt ihnen das hier nicht. Gut, aber man kann sich vorstellen, wie das ist, wenn so ein Fisch 4,5 Meter hoch den Strahl schießt. Und dann schauen wir noch mal hier rein, wo der Schlammspringer nach wie vor, man kann sagen, fast beleidigt in der Ecke hängt. Im Grunde muss ich sagen, für uns wäre es ganz nett gewesen, wir hätten es gesehen, aber sagen wir mal rein vom Menschlichen her, ist es ein Abend, an dem die Grillen überlebt haben. Und das hat ja auch was für sich. Nehmen wir es mal von der Seite. Ja? Schönen Dank. Und wenn wieder was Spannendes ist, wo wir sagen können, das können wir bei uns mal hier vorstellen, jederzeit. Ja, ich finde, die Fische haben recht, oder? Wenn Sie haben absolut recht. Herr Dr. Lücker, Dankeschön. Alles Gute für den Zoo. Dr. Lücker vom Zoo in Dresden. Mein nächster Gast ist auf ProSieben zu sehen in dem Film Der Voyeur. Herzlich willkommen, Götz Otto. Ich bin sehr gespannt auf den Film am Freitag. Ihr habt eine unglaubliche Vorpresse bekommen, und zwar richtig, richtig groß, ja, in sehr, sehr vielen illustrierten Zeitschriften und so weiter. Und vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, das Besondere an diesem Film ist, der Regisseur ist eigentlich Werbefilmer. Deswegen ist die Werbung auch so fulminant vorher. Nein, also Roman weiß, mit Werbung umzugehen. Ja. Das ist ein Geschäft. Und ja, am beeindruckendsten sind die Bilder. Also, ja. Und eine sehr gute Geschichte. In einer Zeitung habe ich gelesen, die Werbung im Film wird es schwer haben, weil es wird abfallen gegen die Bilder im Film. Aber ein Drehbuch im Film hätte auch nicht geschadet. Stimmt das oder ist es gemein? Ja, es ist ein bisschen gemein. Es gab ein Drehbuch. Ich habe mit dem Drehbuch auch ein bisschen was zu tun, allerdings nur ein bisschen. Ja. Weil wir wollten den Film ursprünglich vor 3 Jahren drehen schon mal. Ja. Oder zumindest die erste Fassung davon, die erste Version. Und sind da nach L.A. geflogen. Roman hat mich so angerufen, was machst du morgen? Ich sage, morgen weiß ich jetzt gerade gar nicht. Und was machst du nächste Woche? Ja, weiß ich jetzt auch gerade gar nicht. Ja, dann fliegen wir doch mal nach L.A. und schreiben mal ein Drehbuch. Und dann sind wir da hingeflogen. Und haben geschrieben und wollten das so als Low-Budget-Geschichte machen. Ja. Und naja, damals gab es noch keinen James Bond. Und der erste Film von Roman war auch noch nicht gemacht. Und irgendwie wollte uns da niemand haben. Mhm. Und dann fand der Film nicht statt. Jetzt fand er statt. Mit einem anderen und einem neuen Buch. Und mit sehr beeindruckenden Bildern. Das muss man sagen. Und wir haben einige dieser Bilder schon mal für Sie vorab ausgewählt. Willkommen zurück in dieser Welt. Oh. Mann, dich hat's aber echt erwischt. Wie bist du in mein Bett gekommen? Ich erspare dir besser die unromantischen Details. Oh, scheiße. Du hattest ein paar mittelschwere Blackouts. Trotzdem hast du mir noch ein paar schöne Dinge gesagt. Ja, diese Nacht hatte durchaus ihre magischen Momente. Wobei es in mancherlei Hinsicht sicher noch Steigerungsmöglichkeiten gäbe. Wo sind meine Klamotten? Tja, ich fürchte, ich hab dich in der Hand. Wieso denn das? Also ein Mann, der sich vor einer Frau Hemd und Hose vollkotzt, ist für dich doch ein kompletter Loser, oder?
sind, glaube ich, noch zwei sehr attraktive Frauen mit dabei. Ja, insgesamt drei. Drei, die alle sehr, sehr gut aussehen. Also was man sehr, auf den Fotos so sieht, ja, und so weiter. Und du bist ein Mann zwischen drei Frauen, oder? Jein, also ich bin, ja, lassen wir es dabei. Ich bin der Mann zwischen drei Frauen. Es lebt ja auch von den Bildern. Ja, es lebt auch von den drei Frauen. Ja, die wirklich sehr gut aussehen. Also ich habe nur Fotos gesehen und sie jetzt hier im Film. Freitag 20.50 Uhr. Du hast ein Buch mitgebracht, das ist eine Seltenheit. Du bist ein Gast, der ein Buch mitbringt, für das er sozusagen nicht aus Eigeninteresse Werbung macht. Sondern also mir fiel dieses Buch in die Hände und ich weiß ja, dass du fanatischer Katzenhasser bist, genau wie ich. Und ich habe dieses Buch... Nein, das ist falsch gesagt. Das macht bestimmt nicht so negativ da. Ich tue mich schwer mit diesem Tier. Ich hab dieses Buch sozusagen als Therapie bekommen, nach dem Motto... damit du endlich mal deine Sympathie zu Katzen entdeckst. Also das heißt mit Katzen tanzen. Und es hat wirklich ganz hervorragende Bildwerke da drin auch. Ja. Ich möchte dir mal ganz kurz zeigen. Also vielleicht wäre das auch für dich, dass du mal mit Katzen tanzt. Man muss sagen, die Menschen, die da fotografiert sind, meinen es ernst. Ja, die meinen, man muss... Zeig es hier rein. Hier, guck, ist wirklich gigantisch. Das heißt, du bist Vater... Ja. Und deine Kinder wünschen sich eine Katze oder habt ihr eine Katze? Nee, wir haben viel schlimmer eigentlich. Was habt ihr? Wir haben so ein Kaninchen. So, so ein Zwergkaninchen, was irgendwie, als wir es kauften, so groß war. Ja. Mittlerweile so eine ausgewachsene Dogge um drei Körpermaße überragt. Schau dir diesen Menschen hier an. Wunderbar, wunderbar. Ja? Und das Beste dazu war, dass Barbara Rudnick mir dieses Buch geschenkt hat. Gesagt hat, stell mal vor, du hast so einen Typen zu Hause. Ja, also, aber ich finde eigentlich, weißt du, vielleicht entgeht uns was, dass wir dazu keinen Draht haben. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, weil die Leute, ich habe mal ein bisschen so geblättert und auch gelesen, da gibt es so wirklich tolle Segmente hier drin. Zum Beispiel schreibt einer, aber man muss aufpassen, der tanzt nämlich mit Musik. Ja. Passiert manchmal, dass Leute das tun. Manchmal ist die Energie so stark, dass ich Angst bekomme, meine Aura zu sehr zu stimulieren. Auf diesen hohen Schwingungsebenen ist es möglich, dass eine instabile ätherische Oszillation in einem Astralstrudel kollabiert und meine spirituellen Reserven in einen Zustand negativer Submaterie einsaugt. Also, ich finde dieses Buch... Klingt für mich eigentlich einleuchtend. Kannst du morgen zur großen James-Bond-Premiere? Ja. Wo ist die? In München? Oder? Die ist in Berlin. In Berlin. Wird Pierce Brosnan auch da sein? Ich gehe mal davon aus, ja. Ja. Es sei denn, also es ist auch Schneechaos in London, könnte durchaus sein. Boah, das muss halt früher wegfliegen. Ja? Ja, so Privatjets fliegen vielleicht auch sonst. Ja. Und dann spielst du auch in dieser Neuverfilmung über das Leben von Marlene Dietrich mit? Mhm, ja. Wen spielst du da? Da spiele ich Gary Cooper. Oh, ja, also das ist aus 12 Uhr mittags, ja? Genau, das ist der große Mann aus 12 Uhr mittags. Ja. Also mitspielen ist jetzt ein bisschen übertrieben, weil der Film heißt ja nicht Gary Cooper, sondern Marlene. Also ist eine kleine Nebenrolle. Und das war sehr imposant, damit zu machen. Das war echt großartig. Und vor allen Dingen, wenn man so spielt und dreht, dann darf man unterschiedliche Autos und Motorboote und Trucks fahren. Aus dieser Zeit und so. Und nicht so einen alten Düsenberg. Weißt du, kennst du diese ganz geschwungenen Dinge? Ja. Ah, oh, Mann. War nett. Da geht das Herz auf. In Hollywood so ein Auto durch die Beverly Hills fahren. Ja, mein Gott, das hat man sich immer gefreut. Das sind die schönen Seiten an unserem Beruf, der manchmal auch sehr anstrengend sein kann. Ja, ja. Wollen wir nicht vergessen zu erwähnen. Mein Lieber. Toi, toi, toi. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ja, jetzt auch, meine Damen und Herren, morgen bei uns aus der Lindenstraße, Ceren Dall und Helge Schneider. Bis morgen Abend. Gute Nacht.